Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute habe ich zwei Sachen für euch. Einmal soll am 1. Dezember ein Buch über Apex Legends rauskommen. Nennt sich Pathfinder's Quest, sehr sehr interessant. Um was es da genau geht, sage ich euch gleich. Und es geht in diesem Video um das gestern gestartete Summer Sale Event. Wir fangen jetzt direkt gleich mal mit dem Buch an. Gestern auf Twitter bekannt gegeben, dass ein Buch rauskommen wird. Moment, das ist der Artikel. Das Buch nennt sich, wie gesagt, Pathfinder's Quest. Um was geht's, beziehungsweise wann kommt's raus? Wir fangen erstmal damit an, wann es rauskommt. Am 1. Dezember soll es rauskommen. Man kann es schon vorbestellen. Laut diesem Twitter-Tweet, wie man es auch immer nennt, soll das Buch $40 kosten. Man kann es bei Amazon vorbestellen, das hatte ich glaube ich schon erwähnt. Aber wenn ihr jetzt auf die deutsche Amazon-Seite geht, stehen da 25,56 € mit Prime, kannst du jetzt schon vorbestellen. Von daher, $40 würde ich auch ehrlich gesagt ein bisschen viel finden. 25 Euro habe ich so geschätzt, als ich das gestern gehört habe. 190 Seiten soll das Buch haben. Um was geht es in dem Buch? Pathfinder interviewt wohl, ob das alle Legenden sind, das wage ich zu bezweifeln. Es kommen ja jetzt bis zum 1. Dezember noch die ein oder andere Legende dazu. Er soll wohl aus seiner Sicht sämtliche Legenden interviewen, denn er ist auf der Suche nach seinem mysteriösen Erschaffer. Er weiß ja bis heute nicht, wer ihn eigentlich zusammengebastelt hat. Und er versucht, über diese ganzen Interviews der Legenden rauszubekommen, wer er wirklich ist, von wem er stammt. Warum, weshalb, wieso, und wir erfahren natürlich auch viel Story-Hintergründe von den aktuellen Legenden, was sehr, sehr interessant ist. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das Buch interessiert. Bestellt ihr es euch? Ich werde es mir auf jeden Fall bestellen. 190 Seiten ist ein ordentlicher Klopper. Ich bin mal gespannt. Ich gehe jetzt mal hier auf die Live-Ansicht. Jetzt geht es nämlich um das Summer Sale Event. Ich mache mal kurz noch hier meine Fresse weg und entferne mal noch den View-Counter hier oben. Und dann zeige ich euch, was das Summer Sale Event mit sich bringt. Das Summer Sale Event ist leider nichts anderes als, hey, gebt ein bisschen Geld aus, wir brauchen dringend Kohle so ungefähr. Es gibt keinen besonderen neuen Modus, was lediglich dazugekommen ist. Wir haben jetzt 6 Tage und 10 Stunden Zeit, uns den einer der beliebtesten Skins überhaupt uns zuzulegen. Das ist einmal der Voidwalker Event Skin. Ich besitze den schon, ich fand den extrem geil, finde ich auch immer noch. Dann haben wir hier einmal einen Loba-Skin, da ist der drin, dann noch eine P2020, ja, kann man machen, muss man nicht. Für 700 Coins kann man sich dann das Holy Grail Bündel holen. Was ist da drin? Da ist dieser Waffencharm drin, wir haben ein legendäres Apex Pack und 7 Standard Apex Packs. Dann haben wir für 2000 Coins einmal 25 Apex Packs und wie nennt er sich das? Forged Cat. Moment, zack, sieht eigentlich ganz witzig aus. Und für 5000 Coins, umgerechnet 50 Euro, bekommen wir 70 Apex Packs und, was ist es noch, ein 301 Skin, einen seltenen. Naja, ein seltener Skin ist ein bisschen schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das soll es eigentlich schon wieder gewesen sein. Mehr wollte ich euch eigentlich gar nicht erzählen. Morgen oder übermorgen, lasst euch mal überraschen, rede ich über die 2 zukünftigen Waffen, die es wohl geben soll. Ob das beide werden oder erstmal nur eine von beiden, lasst euch da mal überraschen. Und es kommt eventuell ein Hop-Up zurück, der es in sich hat. Das als kleinen Spoiler mal für das nächste Video. Lasst euch da mal überraschen. Das soll es von mir gewesen sein. Lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's von mir. Ich wünsche euch was, haut rein. Ciao.